stehen bleiben. Los, weiter. Das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Sie Ihre Beine bewegen. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? So, Hallöchen und damit ein freundliches Willkommen zurück hier bei einem komplett neuen Spiel, was wir bei mir zumindest bisher noch gar nicht gesehen haben, nämlich das Spiel 13. Ist ein ziemlich altes Spiel, wie sich an der Grafik leicht und schnell feststellen lässt, beziehungsweise momentan eher schwierig, weil wir noch alles doppelt sehen. Haben anscheinend ziemlich heftig was auf den Kopf bekommen. Aber trotzdem meiner Meinung nach tatsächlich ein echter Klassiker. Das ist ein wunderbares Game, vor allem ist die Aufmachung von dem Spiel, glaube ich, eine Art, wie man sie... komm schon, spring über Bord. Du, wie man sie bisher sonst noch nicht kennt. Lass mich doch mal Bord springen. Ah ja, geht doch. Wie gesagt, die Aufmachung von dem Spiel kenne ich so zumindest bisher aus keinem anderen. Es gibt welche, die halbwegs so daran angelehnt sind. Was ich meine, ist diese ganze Comic-Geschichte hier. Also ihr seht, das ist alles aufgebaut wie ein Comic. Sprechblasen. Und dafür? Achso. Vorsicht! Ja. Das einzige Spiel, was ähnlich aufgebaut ist, allerdings auch nur zum Teil, sondern also eigentlich eher nur von der Grafik her, ist Borderlands stellenweise tatsichtlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, um genau zu sein, Borderlands 2. Allerdings auch nicht ganz so krass wie in dem Stil hier, weil wir gerade eben auch schon... Sind schon unterwegs. Nee, habt ihr gar nicht gesehen. Im Menü habe ich ja noch nicht aufgenommen. aber... Kann man zeigen. Halt, erst speichern wir mal ein bisschen. So, wenn wir nämlich jetzt hier ins Menü gehen. Alles aufgebaut wie ein Comic. Comic. Und das Allerbeste bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich,
Alan, ich bin's. Dass ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton auf man teilweise auch, wenn man irgendjemanden irgendwo schleichen sieht und oder hört, dann erscheinen da so Tap-Tap-Tap-Sprechblasen-Splash-Dinger und so. Das finde ich saulustig. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, fand ich das richtig geil. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, wird mal wieder Zeit für einen Klassiker. Für jeden, der das Spiel auch nochmal auspacken möchte, unter einem der neueren Betriebssysteme, vor allem unter einem 64-Bit-Betriebssystem, viel Spaß bei der Installation. Ich habe da eine ziemlich gute Anleitung gefunden. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich sie wiederfinde. Dann haue ich euch den Link für die Installation gegebenenfalls mal unten in die Beschreibung, damit jeder, der Spaß dran hat, sich das Ganze auch nochmal antun kann. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wie ihr seht, sind wir gut angegriffen worden. Und da haben wir auch schon den Übeltäter. Und jetzt seht ihr schon mal den ersten Special-Effekt. Pam, pam, pam. Yeah. So, und jetzt heißt es erstmal nach Möglichkeit alles einsammeln, was einzusammeln geht. Medipack ist immer gut. Den Schlüssel brauchen wir auch. Wurfmesser nehmen wir noch mit. Das ist schon mal etwas, womit wir jemanden eine draufhauen können. Medipack nehmen wir auch direkt einmal. Und ja, schöne Waffe haben wir jetzt auch schon direkt schon mal. Das fluppt hier direkt am Anfang schon mal. Sehr gut. Uppala, ich habe das Gefühl, da kommt gleich was raus hier unten. Ah ja, da haben wir doch schon jemanden. Ihr seht, Special Effects und so, man merkt einfach, dass es ein altes Spiel ist. Belassen wir es einfach mal dabei. Da haben wir noch ein Medipack, jawohl. Wie gesagt, ich mag das Spiel einfach nur wegen der Aufmache. Die Story habe ich mir ehrlich gesagt so gar nicht mehr genau im Kopf. Wir haben gerade eben nochmal zusammen den Anfang gesehen. Boah Gott, die alten Spiele mit einer neuen Maus, gell? Das ist grausig. Und ganz auf diese hohe Sensibilität eingestellt. Boah. Gerade mal die Sensibilität ein bisschen runterdrehen. Ja klar, leider erstmal nach. Zeit. So. Finde ich immer geil, diese Einblenden dann von den Leuten, die sterben. Tut. Der nächste, bitte. Und dann noch einer, der sterben will? Ah, nee, der will gar nicht sterben oder soll gar nicht sterben. So, du willst nicht mit noch mehr Wurfmesser auf mich? Damit das schon mal klar ist. Zur Einteilung der Videos hier bei dem Projekt übrigens. Die Level enden hier eigentlich immer ziemlich abrupt. Ich würde das trotzdem gerne versuchen so zu halten, dass wir das Level für Level cutten können. Kann also sein, dass das tatsächlich, wie gesagt, stellenweise sehr abrupt endet hier immer. Weißt du, teilweise sind diese Abschnitte wirklich witzig getrennt. Da springt man einfach einen Luftschacht runter oder sowas und dann kommt flupp, Level abgeschlossen. Alles klar, Meister. Komm, so ist fein. Schlüssel haben wir auch. Und dann kann es ja losgehen. Ja, zum Beispiel so, Level abgeschlossen. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? 10 Minuten. Ja, wisst ihr was? Um uns direkt mal streng dran zu halten, wir machen das so, wir machen hier jetzt Feierabend. Spiel kurz vorgestellt. Mehr wollte ich eigentlich erstmal gar nicht machen. In den nächsten Leveln wird es allerdings ein bisschen mehr abgehen. War jetzt relativ langweilig gewesen zumindest. Ist auch quasi nur die Einführung. Wir sind also quasi ein Agent, der anscheinend so ein bisschen eins drüber bekommen hat. Mit was auch immer. Und wir haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, den Präsidenten oder den zukünftigen Präsidenten auf dem Gewissen.
In welchem Zusammenhang das alles steht, werden wir allerdings in der nächsten Folge herausfinden. Dementsprechend sage ich einmal erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel bisher und dass ihr auch ein bisschen dranbleibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut da rein. Tschüss.